Hans, was machst du denn hier? Ich hab Langeweile. Ach so. Weil für die Raffinerie brauche ich ja. Was brauche ich denn nochmal? Raps. Raps, ja geil. Raps oder Soja, glaube ich. Geil. Warum? Läuft ja wie geschnitten Brot. Ja, auf RP ist das der Grund, Raps oder Sonnenblumen. Dass wir deshalb eben Seasons wieder runternehmen werden vom RP. Damit einfach viel mehr gearbeitet werden kann. Mhm. So. Gut. Ich muss den Düngestreuer zurückbringen. Mach das. Ich fahre auch vorsichtiger. Nicht, dass ich einen Fuchs erwische. Hast du danach noch Aufgaben zu erledigen? Nee, danach hätte ich erstmal frei. Ah, ich auch. Das ist leider. Okay. Malmann, was machst du denn hier? Ich habe mich verlaufen. Ich wollte eigentlich nach oben zur Kirschplantage, um das Feuerwehrauto abzuholen. Okay. Und jetzt bin ich bei der Feuerwehr gelandet. Ja, ist das so ähnlich. Gut, ja. Ich muss weiter. Tschüss. Tschüss. Hans? Ja? Wie langweilig ist dir eigentlich? 100%. Man merkt's. Mhm. Okay, na, dann bleib halt mal sitzen. Es ist spannender als irgendwo vorm Computer zu sitzen. Ja, denke ich auch. Vorm Computer sitzen ist ja langweilig. Mhm. Lieber Lamborghini fahren. Ja. Jetzt muss ich dem kurz den Anhänger wieder bringen oder den Düngestreuer und dann fahre ich mal nach meinen Feldern gucken. Stelle ich mit denen hin. Alter, wie viel Gewichte hat denn der? Der hat 4 Gewichte. Für was denn? Frag mich nicht, der hat auch zigtausend Faktoren. Wo hat denn die ganze Kohle her? Weiß ich nicht. Müssen wir mal fast mal einen Steuerprüfer hinschicken. Mhm. Allein was der hier am Hof hat, an Gebäuden. Ja. Warte mal. Zwei mal anrufen. Hallo? Hallo? Hans, ja. Volker? Ja. Ja. Wollten Weihnachtsfest vorbereiten. Okay. Ja. Ich wollte fragen, ob ich von dem Stadtkonto dann 12 Quader und 8 Rundballen kaufen könnte. Ja, kannst du machen. Hans, okay. Kannst du die einmal bestellen? Ich bin schon am Händlerhof. Kannst du selber einmal einen Computer bestellen? Okay, sagen wir dir. Warte mal, Jürgen. Ja. Hast du einen Einblick? Hat der Harry alles bei dir bauen lassen? Alle Gebäude? Alle Gebäude, welche hatten der da oben? Och Gott. Wenn ich was davon aufzuzählen, bin ich morgen noch beschäftigt. Ciao. Der hat wirklich einen Haufen. Wir haben uns gerade nur gefragt, ob wir da mal eine Steuerprüfung hinschicken müssen. Ja, welches aber ich definitiv nicht gebaut habe, war das Farmsilo. Farmsilo oder Fahrersilo? Farmsilo. Also das Multi. Das Fahrersilo stand auch. Das Fahrsilo war klar, das war ein Überbleibsel. Ja, aber das Farmsilo. Also das Multilager. Genau, das habe ich nicht gebaut. Okay. Das steht auch vollkommen schief da. Also das ist nicht deine Arbeit. Nee. Die habe ich definitiv nicht gebaut. Den Rest aber habe ich alles gebaut, ja. Okay. Aber das habe ich definitiv nicht gebaut. Dann müssen wir mal gucken, wenn der Stromberger wieder da ist, dass man dem mal einen Tipp gibt, dass der mal da prüfen geht. Ja. Okay. Gut, das war's schon. Okay. Bis dann, tschüss. So, hier, guck mal, meine schönen Karottchen. Oh, schön. Hast du eigentlich mal mit Holmer telefoniert? Ja, hab ich. Und was sagen die?
Also, die haben so ein All-in-One-Gerät. Ah. Für alles, alle Erdfrüchte sind das, glaube ich. Okay, was kostet so ein Ding? Das habe ich im Katalog stehen. Also, nur der Ernter kostet knapp 500.000. Hä, was? 500.000 kaufen. Und 25.000 mieten. Kriege ich überhaupt so viel Karotten hier runter, dass sich das lohnt? Nein. Hä, was? Hast du nein gesagt? Nein, das lohnt sich nicht, weil ich das überhaupt nicht. Brauche ich da noch so einen Rübenschlägel oder irgendwas? Ich schaue eben nach. Scheiße, ich wollte das Verlustgeschäft gemacht hier. Mit der Blind da Rüben suchen. Nöp. Nöp. Also so viel für den... Ganz hin. Ja, aber das ist ja für den Holmer. Und das, der kostet ja auch nochmal 5.000 in der Miete, also 30.000 insgesamt Miete. Ja, was hast du denn jetzt gedacht? Mit was hättest du jetzt geerntet? Mit dem Terrados, oder? Ich hab ja... Hopfen ist da, glaube ich, gar nicht drin. Holmer, Terrados, T440 Turbo. Der kann gar keinen Hopfen. Ich glaube, Hopfen macht man mit dem Maisschneid weg und ich möchte alles voll. Wie kommst du denn jetzt auf Hopfen? Karotten. Achso, Karotten. Ja, Entschuldigung. Dann manchmal ein bisschen höre im Kopf. Also brauche ich dann noch das Ding da hinten. Das heißt, ich brauche 30.000, um das Zeug zu ernten. Ja, ein bisschen mehr. Oh, wo kriege ich den 30.000 her, ey? Gerade mal 20. Okay, aber vielleicht kriegen meine... Ich muss mal auf den Markt schauen, was meine Wolle überhaupt bringt gerade. Das ist Wollknäuel, gell? Ja. 1.300 ist ja nicht so pralle. Ja. Das sollte man vielleicht auch machen. Das war nämlich eigentlich immer eingestellt, dass wir auf leicht spielen. Ja, hatten wir. Ja, gut, dann sieht es jetzt besser aus. Dann kostet es jetzt 2.200. Aber es war tatsächlich immer so eingestellt. Die ganzen, die jetzt Milch verkauft haben, werden sich jetzt zwar in den Hintern beißen, aber... Naja. Ja, wahrscheinlich wegen dem Ding. Ja, vom Update damals. Oder vom Server-Crash. Okay. Gut, da muss ich mal gucken. Brauche ich noch ein bisschen Kohle. Okay, wie kommst du jetzt eigentlich wieder nach Haus? Gar nicht. Ja, willst du schon wieder bei mir pennen, oder was? Ja, klar. Na, ich fahre jetzt mal rüber. So. Kannst du mir mal kurz helfen, die Schafe durchzuzählen? Klar. Warte, ich häng mal gerade den Frontlader wieder dran. Machst du mal, stöpsel es mal an. Ja, warte. Ja, ja. Ja, super. Danke. Kein Ding. So, ich zähle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zählst du tatsächlich oder nur so? Zumindest, dass ich dich sehe. Außer ich bin blind.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 78. Kann das sein? Weiß ich nicht. Sieht ganz so aus. Muss ich gerade mal gucken, wie viel da reinging. Ich glaube 80. Ja, 80. Hm. Bin am Überlegen, was Sinn macht, ob ich mir vielleicht noch eine Schafweide hole. Zwei Schafe mehr, lohnt sich das? Aber ich bräuchte wahrscheinlich erst noch mal ein Gelände, wo ich da welche eine Schafweide draufstellen kann. Vielleicht finde ich mir Feld 91 Kauf. Oh Gott, das kostet 110.000, ey. Wie soll ich denn die Kohle verdienen? Keine Ahnung. Ja. Hm, naja. Ah, ich wollte bei den Schafen sauber machen. Machen Sie das. Nehmen wir drin ein Bier. Jo, mach. Und sie auf die Eckbank legen. Jo. Wenn ich reinpasse. Ich glaube, ich habe wieder... Hast du wieder zugenommen, oder was? Ich habe nicht zu viel Bratwurst gefressen. Oh. Was ist denn jetzt los? Freu ich mich auch. Hä? Was ist denn jetzt los? Hä? Warte. Hoffentlich sehe ich, wer das ist. Oh, schade, fährt in die falsche Richtung. Wer war denn das? Nee. Hä? Was? Was macht der denn? Keine Ahnung. Nichts Gutes. So. Gut. Aber warte mal, da habe ich hier 1000, 2000, 2700 Liter. 2700 mal. Kann man Taschenrechner nehmen. 2,7 mal 2200 und 6000 Öcken nur. Das ist nicht gerade viel. Ne. Hast du eine irgendeine Idee, wie man schnell Kohle verdienen können? Nee, leider nicht. Passe ich nicht mehr durch meine eigene Tür. Was soll denn das? Hast auch so viel Bratwurst gefressen? Jo. Gestern beim Grillen. Oder letzte Woche beim Grillen. War's zu viel. Weißt du, ich habe eigentlich hätte ich eine Idee. Na sag. Warte, ich muss gerade gucken. Aber das ist wieder so eine Illegalität. Das kann ich eigentlich nicht bringen. Ich muss gerade mal gucken, ob da einer ums Haus rumschwirrt. Nee. Weißt du? Theoretisch kannst du dir einen Traktor kaufen. Den lässt du dir subventionieren. Ja. Und danach exportierst du ihn nach Polen. Ja. Du kriegst da mehr zurück, wie der Wertverlust ist. Mhm. Also mehr, du kriegst da die Subventionierung und dann kriegst du ja nochmal, weiß was ich, 80% vom Kaufpreis nach Polen kriegst du auch wieder. Mhm.
könnte man machen. Das fällt halt auf, wenn ich mir gleich wieder einen neuen Traktor kaufe. Mhm. Wenn du direkt wieder verkaufst. Ja. Warte mal, was würden der jetzt bringen, wenn ich den exportiere? 160. 170. Was habe ich für den bei dir bezahlt? 220 oder so? Oder 200? Waren, glaube ich, 220. Ich schau mal gerade. Frontlader, ja. Nö, so viel war es gar nicht. 185. Ja, stimmt, ja. War ja die kleine Motorvariante. 205 wäre die große gewesen. Nee, das können wir nicht schon wieder bringen. Keine gute Idee. Eine gute Idee ist schon. Ja, es ist eine gute Idee, um Geld zu machen, aber keine gute Idee gegen die Polizei. Ja. Muss auch mal gucken, ey. Ich brauche eigentlich eine andere Sämaschine. Müssten wir auch mal gucken, was du dafür dann noch beim Export kriegst. Eigentlich bräuchte ich eine Direktsaat dann. Vielleicht reicht's für die Pronto. 74, das wird dann ungefähr 80 oder 90. Ja, plus die Ernte. Minus. Minus 30.000. Minus 30.000, dann sieht es wieder schlecht aus. Mhm. Oder ich miet mir eine, oder ich lasse vom LU ansehen. Das ist wahrscheinlich das Vernünftigste. Vom LU ansehen ist eine gute Idee. Oder ich leih mir bei denen die Maschine dann. Mhm. Jetzt ist der schon wieder hier. Ja. Wer ist denn das? Ich glaube, das ist der Neumann. Ich stelle mich einfach in die Einfahrt, dann kann er nicht weg. Was hat der vor? Wo fährt er denn jetzt hin? Warte mal. Was ist seine Mission? Darf ich dein Auto nehmen? Ja. Ich brauche einen stärkeren Traktor. Hallo? Ja? Neumann? Ja? Was ist denn los? Wen suchst du denn? Ich fahre nur so ein bisschen rum. Ja, dann mach mal das Ding aus. Du verscheuchst meine ganzen Schafe sind schon so schreckhaft geworden. Ach so, okay, das tut mir leid. Ja, das will ich hoffen. Nachher legen die keine Wolle mehr. Ja. Okay. Ich fahr wieder vom Hof. Ja, bis dann. Tschüss. Bis dann. Falscher Hof. Alter. Er fährt nur mal hier so rum. Verscheucht hier alles. Ja, vorhin. Er darf es eigentlich gar nicht einfach so auf fremde Grundstücke. Ja, vor allem nicht mehr Einsatz, sondern. Ja, vor allem das nicht ohne Grund. Eieie. Wir denken, hier ist sonst was los. Und dann fährt er nur so rum. Ja, eben. Geht ja das mal nicht. Nee. Jetzt wollte ich gerade mal gucken, wie sieht's denn eigentlich bei der Wiese aus? Kann man die wieder ernten? Nee. Okay. Gut, naja, dann müssen wir eben noch ein bisschen warten. Jo. Gerade noch mal gucken. Ja, nach 2 Tage warten, ey. Geht mir das auf die... Okay.
Okay, gut, dann legen wir uns mal. Jo. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles. Ja, diesen Spruch habe ich vermisst. Schaut jeden Tag rein, 16 Uhr und bis morgen. Tschüss. Tschüss.